Ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir starten hier direkt ins Video rein mit drei Themen heute im Gepäck. Amos Pieper spricht über die Heim-EM 2024 und seinem großen Ziel. Dann gibt es nochmal zwei Zeitschriften, die über Nikolai Rappke berichtet haben. Da schauen wir nun mal kurz drauf. Und dann machen wir meine Aufstellung, beziehungsweise ich zeige euch meine Aufstellung im Bereich Defensiver, also meine Abwehrkette der Rückrunde, wo ich glaube, das ist die Abwehrkette mit dem meisten Potenzial in der Rückrunde. Ja, die ich einfach am stärksten sehe, wo ich sag, ja. Ich glaube, im Laufe der Rückrunde wird sich das genau so entwickeln und ähm, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eure Aufstellungen bzw. eure Abwehrkette unten aufbauen würdet in den Kommentaren äh, und wir dann einfach mal gucken, ey, wie seht ihr das? Ähm, wie, wie habt ihr das Ganze? Ähm, wie würdet ihr vielleicht am liebsten aufstellen? Wo seht ihr das meiste Potenzial? Wen seht ihr am stärksten und so weiter und so fort. Wir starten heute direkt jetzt heute rein. Äh, kurze Sache, nur 200 Likes voll machen. Würde mich natürlich wieder sehr, sehr haben wir letzte Tage auch geschafft. Kurs dafür und dann rein ins Video. Unten verlinkt ist dieser Artikel hier direkt von der Deichstube über Amos Pieper, ähm, der wie gesagt darüber spricht, dass er bei der Heim-EM 2024 dabei sein möchte. Also beziehungsweise, er möchte auch nicht vermessen klingen oder sich auch nicht reindrängen oder sonst was, aber es ist schon so, dass wenn man ihn fragen würde, äh, über was für Ziele er spricht, wohin er hinarbeitet, dann ist es eben diese Heim-EM und das ist auch gar nicht groß. Ähm, sage ich mal, fraglich oder wo du so denkst, so, wir kommen jetzt da auf oder sonst was. Es ist einfach nur mal ein Riesenziel, eine Riesennummer. Wenn du das erreichen kannst, dann ist das eine ganz, ganz tolle Geschichte. Zumal Amos Pieper eben mit 24 Jahren ja auch bei Olympia schon war mit der U21 und auch die U21 Europameisterschaft schon gewonnen hat. Das heißt, er hat schon mal so diese internationalen Erfahrungen gesammelt ähm, und ist eben auch erst 24 Jahre alt. Ja, er wird im Januar jetzt. 25, ähm, in anderthalb Jahren ist er eben 26,5. Aber ich glaube, und da sind wir uns glaube ich alle ein Stück weit auch einig, äh, 26,5, also 6, das ist das beste Fußballalter. Das ist ein super Ziel, was er sich da vornimmt. Äh, er hat einen Marktwert von 6 Millionen. Äh, er kam in dieser Saison auf 14 Einsätze von 15. Äh, sehen wir auch hier, äh, ist ja eigentlich nur einmal rausgewandert, wo er eben gelb gesperrt war macht sich unfassbar gut bei Werder äh, nimmt enorm wieder an Entwicklung auf man erinnert sich hier noch mal zurück also bei Bielefeld war nach seiner nicht nach der letzten, sondern nach der Abschieds saison sondern davor ähm, hat, wurde ja viel Fieber von einigen Bundesligisten gejagt. Da war er auch Leverkusen immer wieder genannt. Er wurde ja bei Dortmund ausgebildet. Dortmund kam ab und zu mal rein. Also es wurden einige Vereine genannt, die auch deutlich mehr ähm, ja, finanzielle und vor allen Dingen auch deutlich mehr Reichweite gehabt hätten als Werder. Er hat sich aber für den Werder Weg entschieden. Da fühlt er sich auch sehr wohl und das ist auch schön, das ist auch gut. Das freut mich persönlich natürlich auch sehr. Aber vor allen Dingen in erster Linie will ich hier nochmal betonen. Dass Amos Fieber eine unfassbare Sicherheit mitgebracht hat in unsere Abwehrkette, die man so kaum noch kannte. Also man muss einfach sagen, Amos Piper hat seine absoluten Stärken im Kopfballspiel, gerade im Defensivbereich. Geholt er gefühlt jeden Kopfball, weiß nicht, wie viele Kopfballduelle er insgesamt in der Defensive überhaupt verloren hat. Also eigentlich, wenn Amos Pieper hochgeht, geht, dann hat er den Ball. Das ist so. Ähm, ist vor allen Dingen eine absolute Bank und eine absolute Sicherheitsnummer hinter Mitchell Weiser. eröffnet eigentlich auch mit die Möglichkeiten, dass Mitchell Weiser so weit nach arbeiten kann. Und ich glaube, wenn Amos Pieper so weiter macht mit seinen Entwicklungen und dann eben im Spielaufbau vielleicht noch was stärker wird, vorne zu Geltung kommt eben vielleicht eben über diese Kopfballtore... Dann stehen ihm alle Mittel offen. Und ich glaube, dass er auch mit 1,92 äh, und dieser deutschen U21-Europameisterschaft, die er gewonnen hat, im Rücken auch gute Argumente hat. Ich finde sowieso immer diese, diese Argumente, ja, der spielt ja nur bei Werder oder der spielt ja nur da und da, finde ich immer sehr, sehr boah, zweifelhaft, muss ich schon sagen, weil ich absolut äh, finde, dass immer das Leistungsprinzip zählen sollte und es ähm, spielt eben keine Rolle, ob du jetzt bei Dortmund, Leverkusen, Bayern oder eben Bremen spielst. Ähm, Fakt ist, wenn du eine super Saison spielst und äh, aus deinem Land eben einer der besten Mister, solltest du ja mitgenommen werden. Ich finde, dass Amos Pieper alles mitbringt, um die diese, in diese Position reinzurutschen oder da auch hinzukommen, dass er dann eben auch Chancen für die Nationalmannschaft kriegt. Und wenn man sich mal anguckt, unsere Abwehr bei der deutschen Nationalmannschaft, kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass da massiv an Positionen fest besetzt sind. Ja, Antonio Rüdiger mit Sicherheit eine Position davon, aber danach hört es auch schon auf. Und ich glaube, dass gerade da eben Arbeitsvieper, Entschuldigung, Arbeitsvieper auch reinrutschen könnte. Ähm, ja, und würde mich da auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn er das auch schafft. Ja, jetzt gab es zwei Artikel ähm, über Nikolai Rapp nochmal, die ich euch hier nur mal kurz einmal einblende ich meine, wir haben über Nikola Rapp in den letzten Tagen ein paar Mal gesprochen, hier Rapp weiterhin im Visier von Lautern und auch hier nächster Werder-Profi vor Wechsel in die zweite Bundesliga, da muss ich einfach nur nochmal kurz sagen, also vor einem Wechsel steht er aktuell nicht, es ist so, dass Lautern interessiert sei der Manager hat auch auf Nikola Grapp also auf namentlich Nikola Rapp gesagt, dass er ein sehr interessanter Spieler ist aber dass er gerade kurz vor dem Wechsel steht, das ist eben noch nicht der Fall ähm, kann sich natürlich noch dazu entwickeln, aber ich habe in den letzten zwei Videos schon sehr viel darüber erzählt. Deswegen ist mein Verweis an der Stelle zu Rap, wenn ihr da nochmal mehr hören wollt, einfach checkt die letzten zwei Videos ab. Ähm, und vor allen Dingen äh, gratuliert ihm gerne bei Instagram, denn er hat heute Geburtstag äh, am 13. Dezember. Also äh, das könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne machen. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir. Ihr seht, ich bin ich kriege momentan wenig Schlaf. Ich habe auch so ein bisschen bei Instagram darüber geschrieben gehabt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal meine Story abchecken. Dann seht ihr auch so ein bisschen, was gerade bei mir abgeht. Aber ja, ähm, einfach momentan ein bisschen wenig Schlaf. Kriegen wir trotzdem alles hin. Alles cool. Ich hoffe nur, dass ich nicht den einen oder anderen jetzt zu sehr beim Gehen anstecke. Wir machen einfach weiter mit Pavlenka erstmal im Tor. Wie gesagt, ich baue jetzt hier nur unsere defensive Abwehrreihe, wo ich sage, ich glaube, dass in der Rückrunde diese Spieler eben die Chancen haben, beziehungsweise für mich persönlich die stärkste Abwehrreihe wäre. Und zwar habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass Piper eine absolute Bank ist, für mich absolut gesetzt sein sollte, muss gesetzt sein, muss ein Spieler sein, der durchspielt, muss ein Spieler sein, der immer in der Abwehr dazugehört. Ähm, für mich Captain Babyface oder auch einfach Endstation. Das, man muss es ja so sagen. Pieper bringt die Bank die Sicherheit mit, die du eben genau da brauchst, wenn du einen Mitchell hier vorhast. Mitchell als Rechtsaußenseiter ist eine extrem offensive Variante, die du nur in einer Fünferkette spielen kannst, die wirklich sehr gut funktioniert in den 3, in der Dreierreihe. Also die Dreierreihe muss defensiv konstant stark genug sein, damit du einen Mitchell so spielen lassen kannst, wie wir ihn bis hierhin immer spielen haben lassen und zwar wirklich eher als Flügelverteidiger. Daher Weiser hinter Pieper bzw. Pieper hinter Weiser muss gesetzt sein. Das war auch übrigens immer die Schwachstelle, wenn dann Stark hier mal gespielt hat. Stark auch großartiger Spieler, ich mag ihn auch sehr gerne, dennoch wenn Stark eben hier rausrückt mit seinem offensiv verteidigen, macht er hier hinter sich immer eine Lücke auf, wenn Weiser, der eben auch mit oben steht, dann hast du hier immer eine riesen Lücke und das darf eben nicht passieren. Das passiert mit Pieper für gewöhnlich eher nicht, weil er der Offensivere Part ist dem bitte äh, Weiser, der dann eben die Offensive bekleidet. Jetzt zentral und äh, da beziehungsweise wir machen ja erstmal, erstmal können wir ja mal ganz kurz Marco Friede machen, das wird auch noch keine große Überraschung sein, danach kommen wir zu zwei Änderungen. Marco Friede für mich einfach in der linken Innenverteidigung der bis jetzt gesetzt stärkste Part, äh, muss dort eben auch spielen, äh, ist unser El Capitano, ich glaube, dass er eine absolute Ära prägen kann, wenn er noch ein paar Jahre wirklich bei Werder bleiben sollte, ähm, ist er ein absolut, also er ist allgemein jetzt schon ein absolut qualitativ starker Innenverteidiger, der auch für, für die Innenverteidigung genügend Tempo mitbringt, aber auch sich beim Spielaufbau beteiligt, ich glaube manchmal er noch den einen oder anderen Schlenzer drin, wo du so denkst: Oh ja, ist vielleicht jetzt nicht so überkonzentriert genug, aber äh, auch da sei ihm das äh, gegönnt, denn er äh, ist einfach ein toller Typ und ähm, ja, für mich ein absolut gesetzter Part als linker Innenverteidiger, vor allen Dingen aber auch als Linksfuß. Hier hinter wären für mich übrigens Kandidaten Kia Rodia und ähm, äh, Antonio Jung. Ähm, ja, das wären für mich so meine Kandidaten Anthony Jung und Rüdiger, äh, Anthony Jung und, genau. und Kia hinter Friede, falls da eben mal Verletzungen oder sonst was ist. Denn ihr hört gerade schon raus, für mich der nächste Part, der in der Rückrunde ähm, nach und nach gesetzt sein muss, ist nämlich ganz klar Buchanan. Du stoppst eine Entwicklung, wenn du Buchanan nicht in der Rückrunde schaffst, ranzuführen an die start Und ich meine nicht. Mit ranführen, dass er in der gesamten Rückrunde nur über Einsätze reinkommen wird und nicht einmal mehr in der Stadt steht, sondern du musst ihn ähm, über die Zeit hinweg in die Startelf reinbringen. Buchanan ist für mich unser gesetzter Flügelverteidiger, unser Flügelverteidiger mit enorm viel Zukunft, mit enorm viel Potenzial, hat das Tempo, diesen Weg nach vorne und nach hinten eben zu gehen, ist für mich jemand, der auch ähm, Flanken schlagen will und der auch offensive Bereitschaft hat, der auch gerne einen Doppelpass spielen will, braucht natürlich dann auch. Einen spielstarken Typ vor sich, der dann eben auch da mit Dampf macht. Aber äh, Buchanan muss einfach für mich dahin und ran geführt werden. Ähm, ich glaube, dass auch diese Kombination zwischen Buchanan und Friedel hier sehr, sehr gut funktionieren kann, ähm, als wenn die sich erstmal richtig eingespielt haben. Vor allen Dingen glaube ich aber auch, dass Buchanan hier über die Flügel und eben Weiser hier über die Flügel absolut eine Macht sein können in der Rückrunde. Ähm, wenn es um Tore bzw. Torvorlagen geht. Äh, Weiser ist ja schon fleißig am Sammeln und ich glaube, dass da Buchanan eben auch reinrücken kann, ähm, das glaube ich ab absolut, dass unser System auch darauf ausgelegt ist, eben, dass diese Jungs über, den, über die Flügel Dampf machen. Wer bis heute immer noch sagt, äh, dass Jung hier spielt, weil, wir das, weil das unser defensivere Part ist und äh, ja, Jung da einfach ähm, praktisch damit in die vierritte rückt der guckt gefühlt die werder spiele nicht richtig also werder alle werder spiele die wir gemacht haben waren immer so ausgelegt dass beide flügelverteidiger mit nach vorne gehen deswegen hat ja auch antony jung den einen oder anderen treffer schon mitgesammelt weil er eben auch mit nach vorne geht das problem ist aber einfach nur dass er nicht das tempo hat dafür vorne und hinten zu sein also dass er wirklich dieses dieses Tempo hat in der Gegenbewegung schnell reinzukommen und dann auch wieder schnell hinter den Ball zu kommen. Dafür gibt es also wirklich hunderte Szenen gefühlt, jetzt mal übertrieben gesagt. Die das auch ähm, bestätigen. Dennoch möchte ich auch sagen, dass Jung seine Sache bis hierhin immer gut gemacht hat. Also, ich möchte nicht jetzt sagen, dass ich hier irgendwie eine Hate welt gegen Jung starte oder sowas. Möchte auch nicht, dass ihr das macht, aber ich möchte einfach nur klar nochmal sagen und klar machen, dass Jung für mich ein sehr guter Spieler ist, der immer auf 100% gibt, immer sein, sein Bestes gibt. Für mich aber absolut kein linker Außenverteidiger ist. Für mich ist er eher der Part, den auch Friede da bekleidet. Ähm, ja. Sehe ihn einfach nicht als linken Außenverteidiger. Äh, auch wenn er den einen oder anderen Treffer vorne gemacht hat ähm, und sich da auch gut präsentiert hat, ähm, gibt es genügend Gelegenheit oder genügend Situationen für mich persönlich, wo ich sage, ey, da hätte ich gerne einen Buchanan gesehen. Aber ich akzeptiere und finde das völlig in Ordnung. Wenn ein paar von euch das anders sehen und da gerne lieber Jungen sehen wollen, dann ist das so dennoch für mich Buchanan unsere Zukunft. Und ich würde es sehr, sehr schade finden, wenn wer das wieder mal so macht. Dass wir eben den jüngeren Part dahinter gefühlt ausbremsen und äh, ja, dass er da eben dann nicht zum Zuge kommt, das, das wäre so ein bisschen meine Befürchtung. So, und deswegen Buchanan ran. Äh, hat ja eine Championship auch schon äh, zwei Saisons gemacht. Ähm, von daher ist es für mich absolut kein, wir reden hier nicht mehr über ein junges Talent oder sonst was, sondern wirklich ein Spieler, der da hin muss. Und jetzt kommen wir zur, zur Zentrale, zur Mitte. Da möchte ich einmal kurz erstmal euch was sagen nochmal. Wenn wir jetzt über die zentrale Innenverteidigerposition reden, dann ist das für mich auch kein Hate gegen Velkovic oder sonst was. Das ist auch 0,0 böse gemeint oder oder wo ich irgendwie sage, ja hier, was, was soll das oder weiß ich nicht. Ähm, ich habe auch noch mal gerade ganz kurz für euch das äh, nochmal nur, nur zur Bestätigung aufgemacht gehabt. Ähm, Libuše, wo ich ja gerade auch noch angesprochen hatte, ist auch kein Talent mehr. Er wird im März 22 Jahre alt. Also äh, für mich absolut da für den nächsten Schritt. Ja, jetzt hier aber, wie gesagt, nochmal: es ist nichts gegen Velkovic, es ist einfach nur für Niklas Stark. Für mich machst du einen Fehler und das hat ja Ole, äh, Ole Werner auch genauso schon mal gesagt. Ole Werner hat gesagt: gab, Nimmst du Stark oder Pieper raus oder bringst einen von den nicht in der Startelf, machst du einen Fehler. Äh, leider hat er gleich im gleichen Atemzug auch gesagt, dass sie nun mal dieselbe Position spielen und das sehe ich eben nicht so. Für mich persönlich muss eine Position für Niklas Stark gefunden werden. Das muss entweder in, Zentral, in der Zentrale sein, da musst du ihn ranführen, da musst du ihn dahin bekommen, dass er das vernünftig macht. Denn er hat eben ein deutlich, deutlich größeres Tempo wie Velkovic. Er ist ein viel besserer Kopfballspieler. Niklas Stark räumt gefühlt in der Luft alles ab. Also mit Pieper und starken Innenverteidigung hast du eine absolute Kopfballhoheit. Das muss man einfach so sagen. Und du hast auch den Läuferischen Part deutlich stärker besetzt. Der Niklas Stark macht auch einiges mehr an Kilometer im Gesamten. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Er ist einfach ein, ja, so eine Art Dauerläufer. Das Einzige, wo ich sage, oh, man weiß ich nicht, ist dieses offensive Verteidigen von Niklas Stark hier in der Mitte, wie man das dann eben schließt, wenn er hier wirklich zentral spielt, dass dann eben Pieper und Friede vielleicht enger zusammenrücken oder der Sechser sich gegebenenfalls dann auch mehr fallen lassen muss. Ich sehe aber einfach das Ding so, dass ich befürchte, dass äh, Ole Werner Grosso hier weiter spielen lassen wird. Und da ist dann eben gerade dann nochmal wichtiger, dass hier ein schnellerer Spieler hinter Grosso ist. Grosso und Belkwitsch. Voreinander zu spielen, ist eben ein krasses Tempodefizit, ähm, wo du dann auch immer wieder in Schwierigkeiten kommst. Denn erinnert euch mal daran, auch gerade im, im 16er-Bereich, wenn wir hier verteidigen, äh, teilweise, der Ball ist jetzt hier, sagen wir mal, an der Eckfahne, so alle Rücken rein, stark und auch der 6er rückt rein. Meistens sieht das eher so aus dann das hier und dann wird hier der hin und wir kehren rückt hier rein so du verteidigst gerade Weiser ist vielleicht noch da vorne von dem Angriff so hier verteidigst du dann ist dieser Raum hier also dieser Raum wo jetzt eigentlich Groß dann auch seine Augen mit haben müsste ist hier immer frei wir haben auch schon das ein oder andere Tor so bekommen dann guckst du hier auf den Ball der Ball wird hier nach hinten gespielt und hier steht eben keiner und da sehe ich eben einfach ähm, absolut die Situation so dass ich sage ey äh, um auch diesen Sechserraum nochmal mehr zuzumachen, äh, gibt es eben die Möglichkeiten dann auch mit Stark hier äh, in der Tempoalternative jemanden zu haben, der da vielleicht auch schneller agieren kann und vor allen Dingen aber auch, und das ist halt auch so ein, so ein Thema, habe ich ja im letzten, also nicht im letzten Video, aber vor ein paar Videos schon mal euch gesagt gehabt, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass wir eine Art Doppelsechs vielleicht auch spielen werden. Und gerade dann fände ich das Ganze noch besser, weil wenn dann stark hier auch mal rausrücken sollte, kann eben Gruev oder Grosso sich einfach fallen lassen und dann diese Position aufnehmen. Gerade Gruev der ähm, ja wirklich sehr, sehr stark sich präsentiert als er in den man musste. Äh, für wen war das denn? Ich glaube, für Friedel, ne? Hat er auf jeden Fall extrem, extrem gut gemacht. Ähm, ja, und deswegen würde ich das Ganze so bevorzugen. Aber nehmen wir jetzt mal Gurf von Grosso raus, denn es geht hier heute nur um die Abwehrreihe. Für mich ist das einfach unsere stärkste Abwehrkette. Ähm, sowohl Tempomäßig haben wir hier auf jeden Fall ein Upgrade äh, auf zwei Positionen. Äh, mit Stark, der deutlich schneller ist als Velkovic und Buchanan, der deutlich schneller ist als Jung. Ähm, aber auch eben diese, diese gewisse. Finesse, denn wie gesagt, stark bringt nicht nur Tempo mit, das ist auch falsch, ihn darauf zu reduzieren, hat einige andere Stärken auch bei Buchanan ebenso, habe ich ja gerade eben schon mal aufgezählt. Und deswegen wäre das für mich meine Abwehrreihe, die ich gerne in der Rückrunde so sehen wollen würde. Dennoch bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Das ist jetzt ja auch nur meine Meinung, das heißt nicht, dass meine Meinung richtig ist, eure falsch oder andersrum. Äh, man muss einfach auch mal Meinung zulassen. Es gibt eben nicht immer nur weiß und schwarz äh, und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn ich jetzt äh, gleich in die Kommentare gucke und ein paar von euren Aufstellungen sehe, beziehungsweise eure Abwehrreihen sehe. Ich bin damit raus. Vergesst nicht den Däumchen da oben zu drücken. Macht die 200 Likes voll. Wenn wir die schon voll haben, dann einfach nochmal noch mal Richtgas geben. Vielleicht brechen wir mal einen Rekord oder sowas. Ähm, und auch gerne ein Abo da lassen, das würde mich sehr freuen. Ich bin jetzt erstmal raus, euer Nico, und ciao, ciao.